ungefährlich, vorausgesetzt, Sie befolgen sämtliche Vorschriften. Sobald Sie grünes Licht haben, springen Sie! Folgen Sie Ihrem Fördermann! Nicht stehen bleiben, nicht denken! Los, 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 los! Zwangsauslösung öffnet sich Ihr Schirm automatisch. Er ist so konzipiert, dass Sie senkrecht nach unten fallen. Steuern Sie auf ein Hindernis zu, können Sie diesem mit Hilfe der Leinen ausweichen. Landen Sie auf Lichtung und achten Sie auf grünen Rauch. Sie wissen, warum wir auf grünen Rauch achten? Weil es Vorschrift ist! Los, 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 los! Anfänger und Zivilisten verfuschen die Landung. Sie sind doch kein Anfänger, oder? Durch einen Flair können Sie die Landezone beobachten. Außerdem ist die Landung dadurch weniger schmerzhaft. Fliegen Sie in eine Gefahrenzone, passen Sie Ihre Flugbahn an und bremsen Sie ab, um sanft zu landen. Dadurch sind Sie schneller kampfbereit. Hören Sie mich! Vorwärts, 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 vorwärts! Vertikale Leichensäcke. Der Tod von oben. In der Army halten sie einige für nichts weiter als ein gescheitertes Experiment einer neuen Art der Kriegsführung. Aber diese Leute kennen sie nicht. Ich bin überzeugt, dass die Kapitulation der Deutschen, wenn sie denn erfolgt, den Luftlandeeinheiten zu verdanken sein wird. Enttäuschen Sie mich nicht. Travis! Travis! Alle mal zuhören! Ruhe! Unser Ziel liegt hier, Sizilien, ein Ort namens Adanti. Laut S2 hat der Feind dort 4 Flugabwehrgeschütze in Stellung gebracht. Die erste Flak steht im Westen, in einem Sektor, der als Hill Houses bezeichnet wird. Die zweite Flak steht außerhalb, gleich hinter dem nordöstlichen Stadttor. Die beiden letzten sind schwer bewacht. Sie stehen auf dem Haus des Bürgermeisters, das der Feind kürzlich als Gefechtsstand besetzt hat. Das sind unsere aktuellsten Bilder der Absprungzone. Gebiete mit der höchsten Truppenkonzentration sind rot markiert. Falls Sie diesen Krieg nicht im Alleingang gewinnen wollen, sollten Sie sich also auf die grünen Rauchsignale konzentrieren. Wir schlagen in 2 Stunden los. Abtreten!
anything! Thank you.
Schnell, zerstör die Geschütze! Rispondete al fuoco! Uccidete l'americano! Nemico individuato! Non lasciatevi avvicinare! Guardatevi in fianco! Continuate a combattere! Uccidete l'americano! Nemico individuato! Riserva fuoco di copertura! Americano! Oh, che pesante!
Non lasciate che respirare! Thank you.
Uccidete l'americano! Stanno facendo l'incendio speciale! Nemici! Copritemi! Ti vedo! Unterstützung, und zwar sofort! Oh, Mist. Wir haben selbst nicht genug Leute. Okay, Sie und Travers gehen, ich warte hier. Ich kann Setzer sowieso nicht leiden. Komm schon, Travers! Wir müssen den Rest der Stadt sichern! An alle Luftlandetruppen in Reichweite dieser Übertragung. Im nordwestlichen Sektor von Adanti steht eines unserer Platoons unter schwerem Feindbeschuss. Alle Einheiten, die mich hören können, haben den Befehl, unseren Jungs unter die Arme zu greifen. Munition! Oh, Infanterie! Oh, Jawohl!
Das wurde aber auch Zeit. Geh nicht ans Fenster. Da draußen ist ein Scharfschütze. Er hat Harding erwischt. Denkt, hier ist keiner mehr. Fordert per Funk Unterstützung an. Jetzt musst du den Kerl ausschalten. In Springfield. Alle Infanteriedivisionen in Adanti sammeln und mit ganzer Härte zurückschlagen. Er ist durchgekommen. Die Deutschen rücken vor, um die Stadt zurückzuerobern. Schnell! Der Feind hat starke Feindverbände in den Vororten von Adanti zusammengezogen. Laut S3 soll sich dort auch ein Regimentskommandeur aufhalten. Alle Einheiten haben Befehl, die feindlichen Stellungen zu attackieren, um den Offizier auszuschalten oder gefangen zu nehmen. Feuerschutz!
arbeitet euch Raum für Raum vor. Ich will, dass ihr das Gebäude räumt und sichert. Ich hab ihn! Colonel Scott Webb, kommandierender Offizier, Abschlussbericht der 82. Luftlandedivision. 11. Juli 1943. Sind um 22.30 Uhr unter schwerem Beschuss gelandet. Zerstörung aller Flugabwehrstellungen in und um Adanti durch unsere Fallschirmtruppen. Adanti selbst und seine Bewohner wurden befreit und gesichert. Der Feind zieht sich nach Norden zurück. Die Operation, die erste Feuertaufe unserer Division, war entscheidend, aber verlustreich. Der Krieg hat begonnen. Möge er rasch enden. Gentlemen, ich bin genauso überrascht wie Sie, dass wir hier sind. Es war nicht geplant, dass wir die Invasion Italiens unterstützen. Auf ihrem Vormarsch, der zu einem einfachen Sieg führen sollte, sind General Clarks Männer allerdings auf heftigen Widerstand gestoßen und haben schwere Verluste erlitten. Die Deutschen haben ihre Truppen entlang der Amalfiküste zusammengezogen, um gezielte Gegenangriffe vorzubereiten. Ihre größte Stellung befindet sich hier. Nahe der Ausgrabungen von Pestum vor den Toren von Salerno. Die Deutschen haben sich in den Ruinen eingegraben. Wir müssen sie also Stück für Stück auseinandernehmen. Im Süden befindet sich eine Funkstation der Deutschen. Schnell zuschlagen! Nördlich von Pestum ist ein Fuhrpark. Zerstören Sie dort alle Treibstofftanks. Außerdem liegen uns Berichte über ein Munitionslager vor, das irgendwo in der Ausgrabungsstätte versteckt sein muss. Finden und zerstören Sie es. Okay. Abtreten!